Ja, hallo Luki, servus. Hi. Schön, dass du Zeit genommen hast. Zunächst einmal herzliche Gratulation zu deinem tollen Turnier in Paris. Erst einmal in Paris Grand Slam gespielt und würde mich interessieren, wie waren so deine Erlebnisse am Platz und auch off-court, also jetzt in der schwierigen Corona-Zeit sozusagen. Ja, danke. Ja, war bis jetzt sicher einer meiner größten Erlebnisse. Und ja, es war richtig geil, auch wenn es wegen Corona jetzt nicht so cool war, wie es vielleicht noch hätte sein können, aber war eine mega Erfahrung und ich habe viel gelernt und habe coole Matches gespielt. Ja. Bist du irgendjemandem begegnet so auf der Anlage oder hast du irgendein Match zuschauen können? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Voraussetzungen dort waren. Hat man zuschauen können oder? Ja, ich habe schon einige bin ich schon begegnet, so wie in Rublev oder Carina Busta. Solche Spieler halt in die Umkleiden und so. Und ja, wir haben leider in Chartres nicht rein dürfen. Ich bin aber einmal, wo ich ein Interview mit dem ORF gemacht habe, bin ich glücklich in die Kleine gekommen. Da habe ich dann ein bisschen Djokovic geschaut. Aber sonst haben wir die, also in Dominik oder so, wir leider nicht zuschauen können. Okay. Du hast ja am Anfang des Jahres die Australian Open schon gespielt und dann leider eben Wimbledon und US Open durch Corona eben verpasst. Wie bitter war das jetzt für dich, dass du die zwei Turniere nicht spielen hast können? Ja, war sehr bitter, vor allem weil ich noch nie auf Rasen gespielt habe, hätte ich gerne mal gespielt. Und ja, US Open war sehr bitter, weil es ist eben das größte Slam, also so von der ganzen Anlage her und so, also und auch in New York und so, wäre ich schon gern gewesen, aber ja, zum Glück hat jetzt noch Paris stattgefunden und ja, Ja, und hilft damit einem. ein super Viertelfinale. Weiß ich, mein, ist natürlich schwierig, weil du heute verloren hast, aber trotzdem, Ja. vielleicht kannst du dir jetzt schon einiges abgewinnen im Viertelfinale. Du arbeitest ja seit Jahren schon mit deinem Trainer Gerald Kramitz zusammen und ihr habt euch jetzt auch in letzter Zeit die Expertise von Günter Bresnik dazugeholt. Wie ist so die Zusammenarbeit? Wie funktioniert das? Erzähl ein bisschen. Ja, seit 2, 3 Monaten haben wir uns entschieden, dass ich manchmal eben nach Wien oder wenn ich daheim bin und keine Turniere habe, eigentlich ein paar, so 4, 5 Tage in der Woche nach Wien fahren, gemeinsam mit Günther, dass wir trainieren. Und das klappt bisher sehr gut und er hat mir schon viele Inputs auch weitergeben können und werde mal in Zukunft sichern. Und dabei bin ich ihm sehr zufrieden und ich hoffe, dass es dann bleibt. Ja, das French Open Junior ist jetzt für dich zu Ende, aber auch generell Juniorenturniere wird wahrscheinlich eines der letzteren gewesen sein. Du wirst ja relativ bald bei den Herren einsteigen und da eben auch, oder bist fast schon dieses Jahr ein bisschen hineingeschnuppert bei ein paar Turnieren. Was sind so deine Ziele, die näheren und schon die bisschen mittelfristigeren? Ja, ich muss jetzt dann, jetzt muss ich im Oktober noch dann zum Sport hergehen und dann werde ich schauen, dass ich direkt mit den Futures anfange und vielleicht spiele ich noch ein paar Junior-Turniere. Aber ich schaue, dass ich mit den Futures anfange und so schnell wie es geht meine ersten Punkte sammeln und dann halt, wenn es geht, Titel holen und ja, das Ziel ist so schnell wie es geht durch die Future-Serie durch. Ja, das glaube ich, ja. Ja, wenn du dir deinen perfekten Tennisspieler basteln könntest, wie würde denn der Ja. ausschauen? Also zum Beispiel Vorhand von? Vorhand vom Team. Backhand von? Djokovic. Aufschlag von? Isner. Spielintelligenz von? Federer. Mentale Stärke von? Nadal. Und Fitness von? Nadal. Okay. Was hat sich sonst bei dir getan in letzter Zeit? Wie viele Follower hast du zum Beispiel dazu bekommen in der letzten Woche auf Instagram? Oh, ich glaube so 200 circa. 200? Und Ja. haben sich weibliche Fans auch schon gemeldet, oder? Ja, ein bisschen. Schon ein paar, gell? Das glaube ich, ja. So, ja. Zum Abschluss würde ich da gerne noch 5 so spontane Fragen stellen und also entweder das eine oder das andere und du sagst, antwortest einfach. Also Nadal oder Team? Team. Hardcourt oder Sand? Sand. French Open oder Australian Open? French Open. Hund oder Katze? Und Fußball oder Golf? Golf. Luki oder Lukas? Luki. Vielen, vielen Dank für das Interview und alles Gute für deinen weiteren Weg. Tschüss, Danke. Baba. Ciao.